Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Sie so zahlreich hier am Freitagabend in der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen, zur dritten Ausgabe unserer Kongressreihe, muss man ja schon sagen, Konferenzreihe, was ist die grüne Erzählung? Ich begrüße auch das Millionenpublikum vor den Bildschirmen. Es ist nämlich so, dass die Konferenz heute und morgen per Livestream auch für diejenigen zu sehen ist, die nicht zu uns kommen konnten, sondern die das von zu Hause aus tun wollen. Diejenigen, die die Veranstaltung von außen kommentieren wollen, auch das ist heutzutage möglich, für die gibt es einen Hashtag, nämlich grüne Erzählung. Diejenigen, da, Brigitte, ich glaube, du weißt es, da hast du völlig recht, es ist ein strukturelles Problem dieses Hauses, es sei denn, man hat sich eingeloggt, allerdings ist der Hashtag auch eher für diejenigen gedacht, die nicht hier im Saal sind. Aber gut, soweit ihr Zugang habt, gerne auch aus dem Saal. Ich sprach davon, es ist die dritte Ausgabe der Konferenz. Wir hatten vor 2 Jahren eine sehr große und erfolgreiche Konferenz, wo wir überhaupt reflektiert haben, was ist eine grüne Erzählung. Wir haben uns im letzten Jahr mit der ökosozialen Frage befasst, also eine Erzählung an der Schnittstelle von Ökologie und Sozialpolitik. Und insofern passt es sehr gut, dass wir uns jetzt nochmal der Gerechtigkeitsfrage selbst widmen. Das wird eine sehr intensive Konferenz, aber Sie werden das nicht bereuen, denn, und das will ich unbedingt vorneweg sagen, die Gerechtigkeitsfrage ist mit Sicherheit nach wie vor eine der spannendsten und relevantesten Fragen, die wir zu bieten haben. Gerechtigkeit ist ja ein offener Begriff, und wenn ich manchmal höre, dass politische Strömungen oder gar Parteien behaupten, der Gerechtigkeitsbegriff gehöre ihnen oder gehöre einem politischen Lager, dann kann man natürlich, wenn man sich ein bisschen mit politischer Philosophie oder Theorie auskennt, nur lächeln, denn der Gerechtigkeitsbegriff ist ein Begriff, der jede und jeden umtreibt, der in allen politischen Lagern verortet ist, und die viel spannendere Frage ist, was meinen wir eigentlich, wenn wir Gerechtigkeit sagen, und welche Interpretation von Gerechtigkeit folgen wir eigentlich? Was etwa ist das Verhältnis von Gleichheit und Ungleichheit? John Rawls, eins meiner großen Vorbilder, hat immer wieder betont, dass Gerechtigkeit auch Ungleichheit bedeuten kann und bedeuten muss, nämlich dann, wenn diese Ungleichheit zum Nutzen aller ist. Wie ist das Verhältnis von Gerechtigkeit und Freiheit? Für mich scheint es eine einigermaßen abenteuerliche Vorstellung zu sein, dass ein Gerechtigkeitsbegriff auf einen Freiheitsbegriff verzichten könnte. Deswegen bin ich auch großer Anhänger der Figur der gleichen Freiheit, der gleichen Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben und so weiter. Also Gerechtigkeit ist ein offener Begriff, und Gerechtigkeit ist gleichzeitig, das zeigen uns alle Umfragen, ein Begriff, der die Gesellschaft umtreibt. Das ist quer durch die Lager so, dass die Bürgerinnen und Bürger Gerechtigkeit ganz oben in ihren Anliegen ranken. Und Gerechtigkeit ist ein strategischer Begriff allergrößter Güte, denn in dem Moment, in dem Parteien sich zu diesen Fragen äußern, wie auch immer, werden die Ohren gespitzt. Nun wollen wir uns mit einer grünen Gerechtigkeitserzählung befassen, und das grüne Milieu, grüne Weltanschauung, damit meine ich jetzt natürlich nicht nur die Partei, steht da nochmal vor ganz besonderen Herausforderungen. Wie kann es überhaupt gelingen, einen eigenständigen, zurechenbaren Begriff von Gerechtigkeit zu entwickeln, der sich von anderen politischen Strömungen unterscheidet? Die Grünen waren mit Sicherheit, oder die grüne Bewegung war mit Sicherheit eine, die sie für sich beanspruchen kann, sowas wie ein Seismograph für neue soziale Fragen gewesen zu sein, immer noch zu sein.
Gleichzeitig kommen die Grünen natürlich in ihren thematischen Ursprüngen aus Themenfeldern von ganz anderen Fragen, ökologischen Fragen. Friedensbewegung spielte damals eine große Rolle, die Gender-Frage natürlich. Und es ist eine längere Geschichte der grünen Erzählung, dass sie all diese Aspekte, aus denen sie entstanden ist und viele weitere, integriert hat oder zumindest versucht hat zu integrieren in eine Idee von Gerechtigkeit und Freiheit, für die zumindest in meinem Kopf der erweiterte Gerechtigkeitsbegriff Pate stand. Und ich erinnere mich noch gut, als der von uns allen geschätzte Axel Honnert für uns, für die grüne Bewegung, diesen erweiterten Gerechtigkeitsbegriff 2002 ausgeführt hat. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Regierungserfahrung, Debatte um Hartz IV, von der sich manche bis heute nicht richtig erholt haben. Es gab Zukunftsforen, in denen neue Gerechtigkeitsansätze ausprobiert wurden. Und es gab natürlich einen Bundestagswahlkampf 2013, der jetzt immer noch nachklingt und gleichzeitig die Frage aufwirft, wie geht eigentlich die grüne Gerechtigkeitserzählung weiter. Ansätze, die bei mir hängen geblieben sind, sind mit Sicherheit der Versuch, eine Erzählung unserer öffentlichen Infrastrukturen, öffentlichen Institutionen zu versuchen, eine Erneuerung unserer neuen öffentlichen Infrastrukturen, überhaupt eine Wiederentdeckung der Öffentlichkeit. Eine Frage, die mit Sicherheit auf der Agenda steht, die Frage der gesellschaftlichen Durchlässigkeit, der gesellschaftlichen Aufstiegschancen. Auch die Frage, wie man eigentlich eine ökonomische Produktivität verbinden kann mit sozialer Teilhabe, inklusive Produktivität, überhaupt die Debatte um Inklusion. Und das ist ein kleiner Werbeblock. Wer sich mit dem Begriff der Inklusion näher befassen will, die Böll-Stiftung hat unlängst dazu im Campus Verlag ein interessantes Buch veröffentlicht, mit dem man sich da so ein bisschen eingrooven kann. Das Ziel des Kongresses ist es dabei, immer wieder auf die Figur der Erzählung zu kommen. Es geht jetzt nicht einfach um eine datenbasierte Analyse oder um systematisch möglichst ausdifferenziertes normative Debatte, sondern es geht schon darum, was sind eigentlich die zeitlichen Stationen in der Debatte um Gerechtigkeit. Eine Erzählung funktioniert immer sozusagen in dem Bild, wo kommt man her, wo stehen wir, wo geht es hin. Postmodernere Erzählvarianten kombinieren diese zeitlichen Abfolgen etwas komplizierter, aber es geht um eine Erzählung. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, was sind eigentlich die Bilder, was sind die Motive einer solchen Erzählung, mit denen es sich lohnt zu arbeiten. Wir hatten als kleiner Rückblick und Ausblick heute Nachmittag schon drei Fachgespräche im ganz kleinen Kreis, die den Kongress so ein bisschen vorbereitet haben, einen zur Historie der grünen Gerechtigkeitserzählung, einen zur Frage von Framing und Begriffsstrategien und einen zur Frage von demokratischer und sozialer Teilhabe. Die Ergebnisse dieser Fachgespräche werden in unseren Kongress ja einfließen. Und wir haben uns als kleine Einführung in die 1,5 Tage vorgenommen, jetzt gleich anzufangen mit einem Punkt, der uns gerade alle sehr umtreibt, nämlich dem grünen Verständnis von Integration oder ein bisschen stärker auf die Gerechtigkeitsfrage bezogen, die grüne Teilhabeidee in der Einwanderungsgesellschaft. Dafür schon mal herzlichen Dank an Cem Özdemir und Lamia Kador, dass ihr da seid. Es ist uns eine große Freude. Herzlich willkommen. Wir möchten dann direkt nach einer kurzen Pause der Stärkung weitermachen und den Ball aufnehmen und nach einer Erzählung des grünen Staatsverständnisses fragen. Ein ganz spannender Punkt und schließt sich sehr gut an das Eröffnungsgespräch an, weil wir alle wissen, dass eine der bedeutenden Fragen jetzt mit Blick auf die Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Migranten, die ist, wie eigentlich
das Zusammenspiel von Staat, Gesellschaft, auch Wirtschaft überhaupt zu denken ist. Und das gehört ins Zentrum der grünen Gerechtigkeitserzählung. Wir sprechen morgen früh, vormittags, 10 Uhr. Ich gehe davon aus, dass Sie alle dann wieder da sind. Es gibt auch Kaffee und ein kleines Frühstück. Sind wir bei einer ganz wichtigen strategischen Frage, nämlich wie sich eigentlich eine Strategie der Stärkung öffentlicher Infrastrukturen verhält zu dem Anspruch und sich verbindet mit dem Anspruch einer ausreichenden Grundsicherung für alle. Kommen dann nochmal zu einer Frage, die ebenfalls von großem Interesse ist, nämlich eine grüne Erzählung der Steuerpolitik, also sowohl der Einnahmen- als auch der Ausgabenfrage, und haben dann am Ende nochmal die Frage des Verhältnisses von Ökonomie und Gerechtigkeit, also eine grüne Erzählung zwischen grünem Wachstum, grüner Produktivität und Postwachstum, so der zugespitzte Titel. Dazwischen haben Sie die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen sich selbst noch mal konkreter zu beteiligen, etwa zur sozialen Stadt oder zum sozialen Europa. Ich komme zum Schluss und muss mich bedanken. Und ich habe versucht, die Namen rauszuschreiben, bei denen ich mich bedanken muss. Und dann merkte ich, das sind so viele, dass ich mir dachte, dass alle, die an dem Kongress beteiligt sind, wissen, wen ich meine, sodass ich mich auf wenige Namen jetzt beschränken muss. Und ich will natürlich vorneweg Michael Stonienko danken, der seit Wochen und Monaten an diesem Kongress arbeitet und ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre. Der gleiche Dank gilt auch Carmen Herzog, die ebenfalls seit langem unermüdlich an dem Kongress arbeitet, ebenso wie jetzt allerdings seit kürzer Zeit unserem Programm Johannes Honnet. Wir müssen dem Tagungsbüro und der Abteilung Kommunikation danken und müssen das nicht nur, sondern tun es vom Herzen. Damit steht und fällt sehr viel. Und ich will mich unbedingt noch bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die Fachforen und Arbeitsgruppen durchführen und vorbereitet haben. Philipp Anthony, Mekon Mesgena, Dorothee Schulte-Baster, Sabine Treves, Ute Brümmer, Anne Ulrich und Christian Neuner. Mein persönlicher Wunsch für die Konferenz wäre, dass wir in der Debatte so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Jeder hat da ja so seine Spur, dass wir ein bisschen jenseits der ritualisierten Pfade auf die Frage der grünen Gerechtigkeitserzählung schauen, dass wir gemeinsam nachdenken. Ich wünsche uns eine engagierte und erkenntnisreiche Konferenz und ich danke jetzt schon an der Mitarbeit einer spannenden und relevanten grünen Erzählung. Vielen Dank.